Wenn wir schon hier sind, sollten wir alles mitnehmen. Okay, dann wieder los sporten. Da ist der Drache. Naja, solange er sich nicht rührt, ist er alles bestens. Wow! Was hat mich denn hingeprügelt hier? Alter Schwede! Ah. Wollte ich gar nicht hin. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah. Wir werden sicher fliehen. Geschafft. Dann weiter geht's. Ah, das ist also der große Drache, ne? Wow! Zurück ins Warme. Und ich sehe, Bolle hat einen Stufenaufstieg. Hakon ist unverwundbar, solange die anderen nicht ausgeschaltet wurden.
Stellt euch mir und sterbt, Inquisitor! Euer Vor... Hühner war mir nicht gewachsen und auch ihr werdet fallen! Ersehen! Ich bin die beißende Kälte des Winters! Ich merk's schon. Er erstickt die Feuer! Da müssen wir ihn auch ersticken. Es ist richtig kalt. Oh oh. Bolle steh auf. Langsam mal. Geschafft. Ja. Erledigt. Oh.
Das war ein Fight. Hatte schon. Aber Black Ball kann auch aufsteigen. So. Ja, und was machen wir jetzt noch? Inquisitor? Inquisitor? Wie geht es Dragon? Hat er den Gesang bereits in die gesamte Welt getragen? Na, ihr wart sehr lange fort. Inquisitor Ameridan, ihr seid im Jahre 1.20 des göttlichen Zeitalters verschwunden. Etwa zu der Zeit, als das Abkommen von Nevarra unterzeichnet wurde. Ihr sagt das, als wäre es. Wie lange? Seit eurem Verschwinden gab es keinen Inquisitor mehr. Das war vor 800 Jahren. Dragon war mein ältester Freund. Er hätte jemanden entsandt, um nach mir zu suchen. Das hätte er sicherlich, wenn nicht die zweite Verderbnis über Orlais hinweggefegt wäre. Sie verlangte seine volle Aufmerksamkeit. Ich verstehe. Tellana entkam der Schlacht. Hat sie... Gibt es Aufzeichnungen darüber, was aus ihr geworden ist? Sie kehrte auf die Insel zurück. Soweit wir wissen, starb sie bei dem Versuch, euch durch Träume zu erreichen. Ich hatte sie gebeten, es nicht zu tun. Sie war eine gute Jägerin und die Liebe meines Lebens. Aber sie war nie... Ich wollte diesen Posten nie. Die Jagd auf Dämonen war um so vieles einfacher als die Politik. Aber Drakon sagte, ich würde gebraucht. So wie vermutlich auch ihr gebraucht wurdet. Ja, irgendwie schon. Was zählt es die Gegenwart? Es geht mir gut. Es ist nicht alles schlecht. Es freut mich, das zu hören. Und verzeiht, dass ich euch meine unerledigten Angelegenheiten aufbürde. Der Drache trägt den Geist eines Gottes der Avar in sich. Ich war nicht stark genug, um ihn zu töten. Meine Magie war jedoch in der Lage, uns alle zu binden und in der Zeit einzusperren. Doch als die Kultisten diesen Geist in ein anderes Gefäß versetzten, wurden meine Bindungszauber gestört. Er ist im Begriff, sich zu befreien. Okay. Na, ich habe schon Götter getötet. Ich habe den Möchtegern-Gott getötet, der die Verderbnis über die Welt gebracht hat. Er hatte ebenfalls einen Drachen. Dann weiß ich die Welt ja in guten Händen. Der Lauf der Zeit kann verzögert werden, aber man kann ihm nicht entgehen. Ich werde schon bald an Andrastes Seite mit Tellana vereint sein. Nehmt dies. Es enthält die letzten wenigen Erinnerungen eines alten Jägers, der weder so klug noch so stark war, wie er dachte. Kämpft tapfer, Inquisitor. Ich fühle mich geehrt, euch begegnet zu sein. Das nicht. Oh. Wir werden uns diesem Drachen stellen müssen. Umso mehr, wenn er wieder besessen ist. Oh Mann. Rüstung des Drachenjägers, oh nett. Mal gucken, wie die aussieht. Oh, sieht ganz nett aus. Gegen Magie 5% Chance beim Treffer Angst zu wirken. Naja. An sich nicht schlecht, aber meine Sachen sind schon besser geworden.
Okay, wenn da die ganze Zeit eine Tür war, die nach draußen führt, warum haben wir die nicht genommen? Ach, jetzt geht's weiter, super. Töte den Drachen, na, wenn es weiter nicht ist. Ach, da ist er doch. Oh Mann, da ganz unten sind sie, na super. Na gut, aber ich denke, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!